Meine Fehlkäufe auf der Nintendo Switch Teil 2. Für 60 Euro bekamen wir mit der Super Mario 3D All-Stars Collection sehr fragwürdige Entscheidungen. Im Bundle gab es damit Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Drei unglaublich gute 3D Super Mario Spiele aus der Vergangenheit. Viele Spieler haben aber Super Mario Galaxy 2 vermisst. Das gab es nicht und keiner weiß wieso. Ich habe Super Mario Galaxy 2 zum Beispiel noch nicht gespielt und das müssen wir auf jeden Fall mal im Stream nachholen. Doch Sunshine und Galaxy haben sogar eine höhere Auflösung bekommen und bei Mario 64 ist man beim 4:3 Format geblieben, wo es sich angeboten hätte, eine Auswahl zwischen 16:9 und 4:3 zu bieten. Aber die größte Dreistigkeit kam mit der Limitierung. Das Spiel konnte nämlich nur bis zum 31. März 2021 gekauft werden und es wird auch nicht mehr produziert. Nicht mal im eShop ist es erhältlich. Wieso verkauft man diese Spiele nicht separat und unlimitiert, zum Beispiel für 20 Euro jeweils im eShop? Nostalgie mit sehr fragwürdigen Entscheidungen. Quack.